Und go. Ein herzliches Hallo und willkommen zurück beim Let's Play von 7 Days to Die. Natürlich wieder mit der Danu. Servus. Servus. Und Xa. Moin. Der Looter King. Letztes Mal haben wir ganz gut aufgeräumt, haben uns schon aussortiert, weitestgehend. Ich habe gerade gemerkt, ich habe noch ein bisschen Schund dabei, den tue ich jetzt noch rein. Und dann geht's nochmal auf Jagd. Dringend auf Jagd sogar. Ja, wir haben alle ein bisschen Hunger und absolut gar nichts mehr zu essen, wenn ich das richtig gesehen habe. Bisschen rohes Fleisch, ganz wenig. Und ein bisschen Gammelfleisch, das war's. Also es ist richtig Not am Mann. Mhm. Und wen schickt man da natürlich jagen? Der nichts trifft. Also, ich bin gespannt. Ja, wenn, dann gleich richtig falsch machen. Ja. Ja, ja, ja. Vor allem werde ich wahrscheinlich beim Jagen noch verhungern. Ach, ich habe mich jetzt immer noch nicht um meine Krankheit gekümmert. Aber was, 7 Tage habe ich Zeit, bevor ich... Genau. Ja. Dann kippe ich tot um oder dann muss ich noch Antibiotika nehmen? Wie war das? Ich habe noch nicht so lange gewartet. Ich auch nicht. Aber Antibiotika... nehmt ihr dann die ganze Zeit die Krankheit runter, egal wie fortgeschritten die ist. Aber wir können es ja mal ausprobieren, Koja. Leck mich doch am Arsch! Bist du hier zufällig gewesen, Xa? Hier ist eine riesen Horde. Nö. Also ich habe jetzt mal angefordert, ich will jagen gehen und habe erstmal eine Wanderhorde gefunden. Alles gut. Ja, ist doch gut. Wollt doch jagen. Eben. Du wolltest gejagt werden? Zum Glück habe ich genug Pfeile. Okay, ich habe alles angebaut, was wir haben. Also ich habe irgendwie auch Zombies ohne Ende. Aber immerhin habe ich schon mal ein Schweinchen gefunden. Sehr gut. Ich muss abhauen. Ach Mann! Und dann geht mal ins Inventar. Ihr brüllt was. Definiere hier. Basis raus, rechts, aber egal. Ich bin jetzt draußen. Ich werde das schon irgendwie. Ich werde schon irgendwie Pfeile vorbeilaufen, schießen lassen. Geht ihr mal jagen. Ach du Scheiße, da kommt ja. Koja, du hast da. Ich weiß. Ach du. Warum schreie ich doch die ganze Zeit? Das bin ich. Das ist nicht die Schreierin, die da schreit. Das bin ich. Komm runter, die Shotgun ist auf die Entfernung nicht gut. Ja, warte, ich mach's lieber mal so. Ach, leck mich. Brüll doch nicht hier rum. Das ist meine Rolle. Ach so, Schreierin ist hin. Die ganzen Zombies ein. Genau. Ist das übel? Ja, hallo, was willst du da, ha? Ah, da kommt noch einer. Jetzt haben wir auf der anderen Seite Besuch. Ja. Irgendjemand hat doch bestimmt gesagt, mal eben schnell ein bisschen looten gehen, oder? Ja, irgendwie. Jagen oder was? Nein, wir haben gesagt, wir brauchen ganz dringend was. Das impliziert ja so ein bisschen mal eben schnell, oder? Ja, wahrscheinlich. Oh, da hinten am Wald steht... Ist die Schreierin da hinten tot? Ich weiß nicht. Also gefühlt waren da mehrere. Nein, die ist nicht tot. Weißt du, es hätte ja auch mal einer von denen jetzt hier ein paar Schnitzel dabei haben können, aber nö. Wo sind die? Jetzt. Beim Wald hinten, beim neuen. Sie kommt. Ah, ich sehe es. Tot. Ja. Kommt nicht. So. Rechts von dir, Koja, kommen Zombies. Links auch. Aber wo kommen denn mal keine Zombies, bitte? Hilfe! Ja. Ami? Den einen habe ich. Ich muss sagen, ich meine Krankheit nicht geheilt habe. Zombie-Dichte ist irgendwie echt höher geworden. Nein, gar nicht. Ach, Xa, wie kommst du auf sowas? Zombies? Das ist eine völlig abwegige
Völlig abwegige Theorie, die du da äußerst. Also, Koja, denk an das Zombie-Spiel, wo wir immer Zombies gesucht haben, ja? Ja, ja, das passiert dir hier nicht. Nein, definitiv nicht. Zombie-frei durch die Zombie-Apokalypse, das war H1Z1, ja. Aber du hattest Bären. Bären waren gefährlich. Oh, ja. Ganz gefährliche Bären. Ja, so. Blaubeeren. Blaubeeren, genau. Meistens sind die Stachelbeeren. Oh, Mann! Bist du immer noch nicht fertig? Irgendwas hat mich gerade von hinten gehauen und jetzt habe ich eine Blutung und nicht mehr so viel Leben. Ach, da ist ein Kriecher. Ach, ein Kriecher. Diese, ja, komm her zu mir. Diese unglaublich laute Shotgun. Legst du dich jetzt endlich mal hin? Was haltet denn der aus? Kriecher sind ganz unangenehm geworden. Ah. Boah, übel. Irgendwo habe ich noch einen getötet, den ich nicht mehr gelootet habe, ich weiß nicht. Ja, ich zerleg's eh gerade und dann schaue ich immer, ob die irgendwie sind. Hui, ich gehe mal nach Wild suchen, ne? Ganz ja. Langsam bitte, ja? Ganz gemütlich, wir haben es nicht nötig, also. Nee, ganz eben. Ist ja überhaupt keine Eile geboten oder so. Ich habe ja gar nicht 0% Hunger oder also. Sammelt doch Papieren. Ja, nee, erst 0% sind es nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass er gleich mir wieder ins Ohr stöhnt und sagt: Du Idiot! So was sagt er dir? Ja, die ganze Zeit. Ich werde hier nur beschimpft, das ist ganz schlimm. Dann würde ich mir überlegen, warum er dich nur beschimpft. Um meinem eigenen Charakter beschimpft. Also, das würde mir jetzt echt Sorgen machen, Kohle. Blöd, Mann, nun fütter mich endlich. Ja, der hat halt Tourette, was willst du machen? Ach so. Mann, wo ist das dumme Schwein jetzt hin? Ja, siehst du, genau so ist es. Ja, das ist genau so geht das die ganze Zeit. Du, das war aber jetzt nicht dein Char, das war jetzt klar. Oh, guck mal, ich hab was zu essen gefunden. So geht das. Man muss Zombies töten. Ach so? Ja. Okay. Na gut, ich lass mich ja überzeugen. Hab gleich wieder mein Inventar voll mit Loot-Scheiß wegen der ganzen Zombies, aber nicht ein einziges Schwein oder sonstiges Vieh gesehen. Und meine Pistolenschuss, die ich eigentlich für das Jagen wollte, die sind auch alle verbraten. Empty, machen wir auch noch weg. Was? Kuya hinterlässt hier ein Schlachtfeld mit toten Zombies. Warum nur? Überall Leichen. Ich weiß ja, das ist aber wirklich, du lässt mich einmal vor die Tür und ich hab gleich erstmal wieder eine Wanderhorde und Schreierin. Und ja, weil du den Hals nicht voll kriegen kannst. So zum Kotzen. Und weit und breit kein einziges Schwein. Doch, da vorne war was. Ich hab's nicht gesehen. Du sollst halt nicht brüllend aus der Basis rausrennen, sondern du sollst die Schweine überfallen. Das ist ein Zombie, das ist kein Schwein. Wobei, wenn man es rosa anmalt, nein. Warum hält er so viel aus, das Schwein? Ein Betonschwein. Schweinerei. Oh, Schweinchen hätten wir, das Reh. Mal gucken. Es geht doch, wenn ich es mit einer Axt auseinandernehme. Kriege ich doch genug raus, oder? Ja. Okay. So, wo ist jetzt das Reh hin? Da ist einer von euch, dann renne ich in eine andere Richtung. Reh, du dummes Schwein! Nein, da ist falsch. Irgendwie ist da was Schweine falsch. Reh. Ja. Wo ist es hin? Und wie gesagt, wir brauchen ganz dringend Kartoffelsamen und Kartoffelsamen kann ich nicht jagen, es tut mir leid. Aber sollten sie die irgendwo über den Weg laufen, bitte bloß nicht wegschmeißen, die brauchen wir ganz dringend. Ach, die laufen, dann kann ich sie vielleicht doch jagen. Die laufen in Form von Zombies, unter Umständen.
Ab und zu haben Zombies sowas mit. Wenn sie zufällig durch ein Kartoffelfeld geschlucht sind. Mhm. So, Headshot. Und Xavi, wie viel Fleisch hast du schon? Sagt jetzt wahrscheinlich ein Stack voll. Ne, 5. Ich hab 8. Sag mal, ich hab 2 Tiere getötet und 8 Fleisch. Muss ich vielleicht doch mit dem Hunting Knife rein? Ne, ich glaube, das ist auch random. Echt? Das erscheint mir so verdammt wenig. Ich hätte mir ein Hunting Knife mitnehmen sollen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir keine hätten, ne? Nein. Geh auf Jagd und vergesse meine Grundausstattung. Das ist eine gute Voraussetzung. Total. So, dann schauen wir mal, was ich mit der Machete rauskrieg. Ja, genau, das wär mal interessant. Aber ich habe so das Gefühl, also, das war jetzt nicht gerade effektiv. 6 Fleisch. Aus einem Reh? Ein Reh, ja. Also gut, ich habe ein Schwein zerlegt mit den 5 Fleisch. Es sollte ein bisschen mehr geben, ja. Ich hatte jetzt ein Schwein und ein Reh und hatte 8. Also insofern nicht viel, ne? Ja, nicht so wirklich. Na komm her, du Reh. Das nächste Reh. 3, 4, 5. Das gab jetzt 5. Naja, okay, dann ist es. Dann passt's wieder. Wie viel Fleisch Rohfleisch brauchst du denn pro. Oh, Bacon and Eggs, kannst du jetzt nicht auswendig sagen. Ich glaube, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, es war ein Fleisch und meint 2 auch, Eier. Ne? Aber wir meint brauchen ganz so dringend Fleisch, also von daher nehmen wir, wie du es kriegst. Ja, es hält ja, ne? Also es ist ja zum Glück keine. Es spoilt noch nicht, genau. Das wäre es noch. Ja, ich weiß nicht, wenn mal Strom da ist und Eiskästen, vielleicht kommt es ja noch. Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Mhm. Also ich hoffe ja irgendwie, aber momentan gibt es das noch nicht. Oh, 19 Uhr, so langsam muss ich auch mal drüber nachdenken, zurückzukommen. Ja, ich bin weg. Auch schon auf dem Rückweg. Jetzt habe ich so lange überlegt, ob das ein Schwein oder ein Stein ist. Und dann ist es weggelaufen. Ja, na klar. War doch ein Stein. War doch ein rennender Stein. So, erwischt habe ich es. So. Der Stein ist tot. So, mal schauen, wie viel Fleisch die hat. Ich hab überlegt, ob es ein Schwein oder ein Stein ist. Und dann ist weggelaufen, war zum Glück ein Stein. 7. Ja, es gab jetzt 7 Fleisch aus dem Stein. Okay, das ist viel. Also ich muss das nächste Mal mit dem Messer losgehen. Ja, aber wie gesagt, das war jetzt die Machete. Also ich nutze es ja gerade, dass ich die gefunden habe. Macht die Machete da, ist die dafür gedacht oder wie? Ja. Ah, okay. Ich dachte, die wäre eher so zum Kämpfen. Und Metzeln. Beides. Du hast da great for chopping zombie limbs off and für animals. Also es ist laut Beschreibung für beides. Allerdings so lange wird es nicht halten. Also von daher benutze ich es hauptsächlich jetzt einmal für Tiere. Aber Fleisch können wir momentan massig brauchen. Oh ja. Gut, und für die Kartoffeln brauchst du so dringend für diesen Meat Stew. Vegetable, ach ne, für ein Meat Stew, das heißt. Für ein Vegetable bräuchte ich unten jetzt einmal einen Raum, wo ich den Pilz anpflanzen kann, den wir haben. Ja, das wäre ja auch noch so ein Ding, ne? Und da wäre die Frage, ob ich da wahrscheinlich mal einen Dünger brauche. Gehe ich mal davon aus. Weil so ganz unnötig wird der nicht sein. Hätte man doch mitnehmen sollen. Du, Scheiße findet man notfalls in vielen Toiletten. Gar nicht so viel. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, also wie viel Kacke haben wir bisher? Ich lasse dich nur Zombie. Ich meine nämlich auch. Nicht ja, wirklich viel. Ja, aber ich habe momentan nur einen einzigen Pilz-Samen. Oh. Deswegen möchte ich da eben einen schönen Raum, wo wir dann im Dunkeln auch versuchen können zum Züchten. Ja, ich werde dir in der nächsten Nacht ein hübsches Pilzräumchen graben. Auch mal wieder außenrum. Ich weiß auch nicht, was für Erde wir da drauf dann brauchen. Das wird alles Blindflug. Ja, ich denke einfach normale Erde. Oder halt die Walderde. Walderde klingt gut, ja. Da haben wir eh auch. Also ich sag mal, wenn es wirklich richtig logisch gemacht ist, dann ist Walderde auf jeden Fall richtig.
Also gut, wenn es richtig logisch gemacht wäre, müsste man eigentlich wahrscheinlich auch noch irgendwelche. Sind alle drin? Kann ich die einreisen? Oder nein. Noch jemand? Nein, ich komm bin gleich. Noch nicht einmal. Achso, es ist halt. Na gut, ja, ich komme schon langsam zurück. So, das. Ich verteile hier noch freudig gute Vorschläge an Zombies. Nehmen Sie deine guten Vorschläge auch an? Ja, das haut sie direkt aus dem Latschen, so erfreut sind die. Okay. Du interpretierst das falsch, ich weiß aber auch nicht genau. Und wieso höre ich jetzt Geballer? Weil ich zufällig in den Hirsch gerannt bin und genau, zufällig in einen Hirsch gerannt bin, das ist... Oh Mann. Ja, und dann habe ich eben schnell reagiert und habe ihn Er hat mal eben gelöchert. Schnell reagiert, aha. Die sind tatsächlich besser. Du könntest mal neue Klamotte herstellen, Xa. Ja, ich hab noch 59er Boots, Mann. Schon, Metallteile bauen, aber da brauche ich dann auch Forged Iron für. Und das gar nicht wenig. Nee, das waren die alten Boots. Ah, nee, Quatsch. Okay. Eisen oder Stahl? Forged Iron. Ja, kann ich deinen Auftrag geben. Also kannst dann sicher gleich, keine Ahnung, 300 machen oder so. Nö, kann ich nicht. Achso, aber wegen Clay. Haben wir noch Clay? Noch ein bisschen da sein. Clay ist da. Naja, ja. Moment, ich bin gleich raus. Okay. So, passt. So. Also ein Fleisch und zwei Eier brauche ich immer. Habt ihr ja Fleisch und eure Eier rein dann? Noch nicht, aber gleich. Ja, müsste drin sein. Clay kommt. Hat auch jemand da die Brücke jetzt kommt. Abgerissen? Nein. Ich frag noch. Ja, ich bin eben rein und zu dem Zeitpunkt hieß es noch, ich bin noch draußen. Und dann dachte ich mir, na gut, dann hopse ich halt rein und lass die Tür auf. Jetzt warte so, ich gerade auf die Zeile, diese unmögliche Xa. Wo bleibt sie? Nee. Nein? Er hat ja recht. Er hat ja recht. Weil es klang wirklich so, als wäre da nur die letzte. Das ist ja. Hat jetzt jemand abgerissen oder muss ich noch? Ich mach's gut. Sehe ich gerade. Ich kann mich dann wieder opfern gehen. Ja. Genau. Den ist ja nicht schade. So ist es. Mhm. Frag euch auch. Wenn du das so feststellst, ich mein... hatten wir wenn nicht wir dann schon... Eigentlich mal relativ bald, das könnte man doch wirklich heute Nacht mal in Angriff nehmen, oder? Einen unterirdischen Ausgang machen. Weil wir haben... ehrlich, diese Brücke ist sowas von nervig. Wir haben da noch gar keinen Griller drauf. Aha, hätte ich ihn doch mitnehmen sollen. Lagerfeuer? Wohl nicht. Wir hatten doch aber einen. Ja, dann schmied man noch einen zusammen. Aber, können wir das könnte man doch wirklich mal jetzt die Nacht machen, oder? Dass wir hier unten reingehen und erstmal ausbuddeln. So. Könnte man tun. Könnte man tun. Ich, ist ja genau, komische Mann immer. Könnte Koya tun. Könnte Koya tun, ja. Ich Koya könnte das tun. Weißt du nur, Xa, wie das aussieht, wenn ich das mache? Oh je. Ich würde dir empfehlen, es selbst zu tun. Kann es gerne machen, aber dann haben wir ziemlich Umweg. Ich würde das direkt hier, oder? Achso, die hat es dir ja schon runtergebaut. Ich bin vielleicht hier runter, ja. Dann vielleicht nach dort und dann kann nach rechts. Kann es sein, dass der kaputt geht, der Griller? Was? Ich glaube nicht. Oder ich greife hier einfach gerade außen aus. Weil ich meine, wir sind ja eh auf dem Hügel. Von daher kommen wir früher oder später eh raus. Ich könnte noch massig Erde brauchen, also ja. Falls da was kriegt, wäre ich nicht unglücklich. Na gut, dann grab ich da mal rüber. Ja, wohin auch immer. Erde kriegen wir jetzt hier eher nicht so, es ist mehr Stein. Mhm. Ja. Hier wächst ein Baum rein. Kommt man hier vielleicht raus? Baum rein? Baum. Also ich habe hier keinen Baum. Was? Hier ist ein Ast. Hier, also. Nicht? Nein, auch keinen Ast. Ah, irgendwas war schlecht, was ich vorhin gegessen habe, glaube ich.
Hast schon. Was hast denn du gegessen? Ich weiß es nicht, was du kochst. Alter, wie tief hast du denn gebuddelt gesagt? Wenn du das Rotting Fleisch gegessen hast, dann war's das. Ich soll tief graben und das habe ich getan. Es wären übrigens ein paar Bacon and Eggs da. Jo, mein Hunger ist noch im Rahmen. Ich, ich komme gleich hoch. Wie viel konntest du denn jetzt herstellen? Hast du das Fleisch, was ich noch reingeschmissen habe, auch schon verkocht? Ja, bin ich gerade dabei. Es sind jetzt 12 fertige mal da. Es kommt noch 24 gegrilltes Fleisch. Also es wird jetzt... Nicht alles mit Eiern verwurstet. Nein, haben wir nicht genug Eier? Nein. Oh, okay. Ja, vor allem, man braucht ja immer zwei Eier. Eben. So oft findet man die ja nun doch nicht. Ah, okay. Und nachdem wir auch noch nicht alles haben für Mixed-U, brauche ich es auch noch nicht aufheben. Ja, das wäre halt die Überlegung, ob man es dann nicht doch trotzdem aufhebt und solange man erstmal hat und dann nur bei Bedarf grillt, weil das verdirbt ja nicht. Ich würde es erstmal roh aufheben. Du, das haltet jetzt 2 Tage, das Essen, dann ist das weg. Überlege mal, was wir essen. Ja, aber eben drum, falls wir dann jetzt doch zum Richtung Meat Stew kommen. Gut, dann lass ich das restliche mal. Weil braten kannst du es immer noch. Und nur ärgerlich ist, wenn man Rohs braucht und kein Rohs mehr hat. Ja, aber so könnte man es mischen mit also Bacon and Eggs und ein bisschen gegrilltes. Weil die Bacon and Eggs geben mehr Wellness. Naja. Die braucht man doch so oder so. Theoretisch ja. Praktisch verlieren wir es doch eh gleich wieder. Nein, wir sterben. Also wir sind schon lange nicht mehr gestorben. Mhm. Außer bei diesem einen, wo wir überrannt wurden. Und haben wir eigentlich bisher recht souverän gemacht. Stelle ich das Ding hier auch mal auf. Hat dieser eine lange Cool. Was bräuchte ich jetzt? Oh, wir brauchen wirklich... Ah. So tief sind wir hier. Okay. Was bräuchten wir? Ach, man kann es aus Snowberry doch was machen. Das wäre interessant. Snowberry-Extrakt. Ich weiß noch nicht, wozu das gut ist. Aber das finde ich raus. Ja, es, da stand auch irgendwas mal in den Kommentaren zu, dass da irgendwas Sinnvolles mitzumachen wäre. Liegen hier noch irgendwo Fackeln rum? Ja, in der Werkzeugkiste oben. Ganz übersehen. Das ist jetzt Protolutur und immer noch kein Miners. Für Antibiotika braucht man bitte Murky Water, nicht normales Wasser. Also nicht gekochtes. Ja. Okay. Wie ist denn das, wenn du da jetzt rausbaust, wird ja vermutlich... Dann wird ja kein Ausgang nach oben sein, ne? Sondern wir werden eine normale Tür bauen, oder? Ja, oder man macht so, dass es nach oben geht, ja. Wenn das möglich ist. Ja, klar. Das wäre vielleicht nicht verkehrt, dann könnte ich, dann baue ich schon mal so eine Falltür, ja? Mhm, kannst du machen. Hallo. Was war mit den Sandwiches? Warte mal. Also haben wir jetzt Scheiße oder haben wir es nicht? Ja, nicht wirklich viel. In der Gerümpelkiste liegt ein bisschen drin. Ah, da. Mal. So, mal gucken, was haben wir denn da? Trapdoor oder wie wird das hier heißen? Nee, ja. Trapdoor ist es nicht. Oder wird die mit B? Nee. Trapdoor ist doch T-R-A-P, oder? Bin ich doof? Ja, eigentlich schon. Heißt die Vault Door? Nee, Door. Ja, es gibt eine Vault Door, aber die bräuchte es dann, glaube ich, mit Forged Iron. Und der Door finde ich jetzt auch nichts. Das müsste die Hatched sein. Also H-A-T-C-H. Hatched. Iron Hatch. Okay, haben wir zu wenig Nähte. Vault Hatch. Wooden Hatch, okay. Vault Hatch bräuchte mal Forged Steel. Haben wir da genug? Schon 8, gleich neben dir. Genug 12. Wahrscheinlich nicht, aber ein bisschen was sollte da sein. 12 Stahl. Ja, ach, kannst du nehmen. Hallo, haben wir genug. Naja, das ist, weil ich Werkzeug bauen wollte unten. Ja, okay. Aber ich kann ja wieder was herstellen. Kann mir 12 entnehmen, ja? Also, ja, klar. Gut. Haben wir nämlich eine halbwegs sichere.
Ich brauche allerdings dafür auch Federn. Braucht man die noch für was anderes ganz dringend? Weil ich sehe jetzt hier nur zwei. Haben wir drüben noch welche? Also ich habe die ganzen Federn bei dir an die Waffenkiste geschmissen. Nein, er meint nicht so, Springs. Ja, da haben wir noch 23, sehe ich gerade. Also kann ich mir zwei nehmen. Das ist dann ja auch nicht schlimm. Auf jeden Fall. Gibt es einen Walled Hedge, das ist doch ganz nett. Die kommen auch sehr häufig aus den Autos raus, also ist echt keine Mangelware. Gut. 150 Metall ist dann für dich fertig, Xar, also für deine Rüstungsproduktion. Okay. Ist aber gerade erst am Durchlaufen. Haben wir noch eine Door? So gut, das ist noch zu wenig. Also für einen Fertilizer brauche ich noch Nitrat, da haben wir zu wenig. So. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ja, Nitrat ist dann jetzt der nächste große Mangel. Da müssen wir wirklich einmal aufbrechen. Das kam ja ebenfalls in den Kommentaren. Vielen Dank übrigens für die ganzen Tipps. Helfen uns wirklich immer wieder super weiter. Da müssen wir für in die... ins Eisbiom. In die Eis... ja, in die Eishülle. Eieiei. Das wird hart. Ach, na ja. Halb so wild. Naja, wenn wir da dann noch eine zweite Mine aufmachen müssen. Achso, ich denke, das liegt oberflächlich rum, oder? Also es hieß eigentlich, dass es nur dort abbaubar ist. Also mal gucken, ja, vielleicht müssen wir auch nicht... beides wahrscheinlich, oben und unten wirst du es finden. Wenn man es oben hat und einmal eine richtige Tour macht, dann könnte es auch erstmal eine Weile reichen. So häufig brauchst du es ja dann auch nicht. Ja, es dauert, bis ich die 300 von Xar habe. Aber es wird schon. Fackel passiert. So. Was ist denn mit dem da? Was könnte man da? Ich könnte euch Kornbrot herstellen. Das Problem ist nur, dafür brauche ich jedes Mal ein Wasser. Das heißt, aber unsere Wasserflaschen sind relativ schnell wahrscheinlich dann weg. Ja, das ist die Flasche dann auch weg, braucht er ja dabei. Normalerweise ja. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Ich hab da jetzt einige auch nicht mehr mitgenommen. Also von daher. Dann mache ich uns jetzt noch ein bisschen Brot. Mach's hier vorne ein bisschen breiter. Hier würde ich noch gerne eine weitere Tür machen, falls doch mal vorne was reinkommt. Richtig, das hatte ich eh vor. Warum mache ich hier ein bisschen breiter? Ich würde die hier direkt ransetzen. Also dass es also hier praktisch, dass er hier bündig mit dem Dings ist, also dass man hier jetzt das noch wegklappt. Nö, lass mal. Ich wollte das jetzt so machen, hier nochmal Frame und dazwischen eine Tür. So. So einfach. Ja. Okay. Darum hier ein bisschen breiter noch. Und dann. Okay, das Brot gibt nur 5 Fullness und 0,4 Wellness. Okay, das sorge ich nicht her. Nein. Naja gut, es ist aber relativ schnell hergestellt, weil es im Prinzip nur Mais ist und Wasser. Also Maisbrot. Das sind Fladen. Okay. Mhm. Ja, dann würde ich aber vielleicht doch das Wasser nicht verschwenden. Weil das bringt es ja nur eigentlich wirklich nicht. Nein, ich mache jetzt nur das, was ich als Mehl verarbeitet habe. Den mache ich fertig. Und dann war es das. Was haben wir noch Leckeres zum Kochen? Schauen wir mal. Ist halt schade, dass ich das nicht vorher sehe, was das bringt. Also mindestens einmal sollte ich es kochen, damit ich es dann muss weiß. Das müsste man eigentlich sehen als Rezeptvorschau, ne? So ein bisschen, das wäre schon schön. Mhm. Ja, auf der anderen Seite würde ich was man da baut. Dann wahrscheinlich nie kochen. So, und was da ist, wollte ich auch noch rausfinden. Das ist eigentlich interessant. Unsere beiden Forges laufen jetzt praktisch im Dauerbetrieb durch. Ja, und es ist plötzlich gar nicht mehr so schlimm. Es kommt irgendwie überhaupt keine Schreierin mehr. Ja, nö, nein, überhaupt keine Schreie. Nein, ich habe da überhaupt keine Schreierin in der Netz. Nein. Ja, gut, eine. Ich habe nur eine. Es war nur eine, klar. Nee, es waren auch gar nicht zwei. Ja, irgendwie war das ganz, ganz laut gerade, gell? Boah. Das ist gar keine Schreierin mehr. Nur weil der werte Herr Xar sich aus dem Staub gemacht hat. Jetzt sag mal. Aus. Das ist ja. Macht sich da meilenweit weg.
während ich hier fast sterbe, lacht sich geheim ins Fäustchen und dann kommen noch solche Kommentare. Er hat geschaut, dass er uns Fleisch besorgt. Ja, ich auch. Ja, ich weiß, wir haben alle. Gammelfleisch. Was ist das? Hast du schon den Durchbruch irgendwo gebaut, Xa, oder? Vorne ist ein ganz kleines Hitzelchen offen. Da wollte ich jetzt auch nicht weiter graben, dass hier noch Zombies reinplumpsen. Ach so. Oh, warte mal, ich glaube, müsste ich anders machen. So. So rum ist besser. Was? Schreierin. Das hast du von deinem Scheißsatz da gerade. Wir haben jetzt übrigens auch Yucca-Saft. Der gibt dir gleichzeitig Stamina auch wieder zurück. Ja, gib's der Schreierin. Ja, ja, ich. Was, ich soll das. Der Schreierin soll ich Yucca-Saft geben? Genau. Schreit doch so. Freut sich doch gerade. Achso, meinst du, das funktioniert so Art Hustensaft-mäßig? Leicht, genau, die ist einfach heiser, hör mir mal zu. Warum soll ich dir noch mehr Stamina geben, als sie schon hat? Warum hast du wieder gekochtes Wasser hergestellt, Danu? Weil ich dieses Murky endlich weghaben wollte, das waren die restlichen. Ach so, okay. Einfach nur zwischendurch ab und zu mal. Das war's mit der Schreierin. Ja. Sehr schön. So, und ich werde jetzt die Folge meiner beenden. Ja, das auch. Und dann in der nächsten Folge gibt's meine Helme. Genau. Was? Gibt's meine Helme? Nachdem wir die Zombies da erledigt haben, oder? Ach, Zombies sind überbewertet. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Oh.